Schauen wir uns die Vase in Rosi, du meinst, weil ich probiere schon seit 30 Jahren gescheite Schrift und du kennst mich mittlerweile. Ja, ist nicht okay. Schrecklich. Ich bring's nicht zusammen. Ich bring's nicht zusammen, ist wurscht. So, grundsätzlich war nicht deines Kreis als erstes da, sondern als erstes war mein Dreieck. So, das ist einfach der Schmäh. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck schon. Und wir haben quasi wieder. Und ja, okay. Das war als erstes da. Rechtwinkliges Dreieck. Kannst du das jetzt nicht zeichnen oder was? Denk einmal mit, du kannst mehr Foto oder was draus machen. Und ich darf natürlich kartografisch, stell dir vor, das ist ein Grundstückchen. Okay. Ich darf natürlich das einmessen. Das heißt, zum Einmessen brauche ich natürlich jetzt ein Koordinatensystem. Wie immer. Wie immer sagst du, ja, wie immer. Wir nehmen natürlich das Kartesische, das sind wir schon gewohnt. So. Und ich sage, nimm da einen Punkt P und da nehme ich einfach einen Winkel Alpha. Das heißt, das Einzige, was jetzt neu ist, dass man einfach da mal herkriegen kann und mit einem Koordinatensystem rechnen. So, jetzt kommt es. So. X-Koordinate, Y-Koordinate. Das heißt, ich kann den Punkt P mit einer X- und Y-Koordinate einmessen. Beim Einheitskreis sage ich, ich mache einmal einfach diese Länge da, mache ich mal 1 lang. So, und jetzt können wir natürlich jetzt mit allen Werkzeugen, was wir kennen, arbeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt einmal erkennen, wir können das ja. Es gibt ja quasi das Sinus von Alpha, war in unserem Fall, das ist wichtig. Sinus muss hier gehen. Also wir haben ein Kartett, also ein Anzahl und. Okay, überlege mal, Sinus, was sieht der Alpha, wenn man reinschaut ins Dreieck? Y. Y durch Hypotenuse, I durch 1, ist natürlich irgendwas durch 1 ist, voll weggegangen. Ja. Y. Das heißt, statt der Y-Koordinate darf ich was schreiben, das ist dasselbe wie der 1. Wie das Sinus Alpha. Aha, achso, okay. Achso, ja, bitte. Ja. So, dasselbe machen wir mit Cosinus. Der Cosinus von Alpha, welcher Seiten Cos an? X. Genau, die X zu 1. Ist natürlich jetzt im Endeffekt x. Das heißt, bei der x-Koordinate kann ich natürlich schreiben. Cosinus Alpha. Genau. So. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, im Punkt P einzumessen, auch mit den Koordinaten Cosinus Alpha, okay, und Sinus Alpha, okay? So kann ich im Punkt einmessen, weil das dasselbe ist im Einheitskreis. Ja. So. Jetzt haben wir noch eine Geschichte in sehr geehrten Pythagorasse. Was sagt denn der Pythagorasse? Wurzelziehen. Okay, rechtwinkliges Dreieck. Genau, also 1. 1 ist gleich. Entweder wir können jetzt Y und X schreiben oder Sinus Alpha und Cosinus Alpha. Genau, aber jetzt kommt das hier wieder quadratisch. Das heißt, ich sag dir der Pythagoras. Okay? Ja. So, und du hast recht, aha, ich kann da sagen, daraus folgt, was ist denn quasi zum Beispiel Sinus Alpha quadriert? Das haben wir mal gemacht, Moment. Ist das dann nicht nur Sinus? Das war auch der Sinus Alpha mal Sinus Alpha. Oder im Endeffekt ist es der Sinus Quadrat Alpha, so schreibt man es richtig. Ach so. Das ist nicht gleich Sinus Alpha zum Quadrat. Das sind zwei Paar Schuhe, da muss man aufpassen. Natürlich der Cosinus Alpha, wenn ich den quadriere, ist es dann der Cosinus Quadrat Alpha. Okay. So, und jetzt kann ich natürlich das Druck bauen. Ich kriege natürlich 1 ist gleich Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha. So, und jetzt habe ich quasi sogenannte konimetrische Beziehungen, nennt man das auch. 3, was ich brauche. Und auf das beruht der ganze Einheitskreis. So, das sind die 3 konimetrischen Beziehungen. Okay. So, du weißt was? Nein, da weiß ich nicht. Wir sind schon wieder und
Ja. Und Sinus Alpha durch Cosinus Alpha, ist das dann eine Tangens? Ja, warum? Schauen wir mal, wie das genau. Tangens Alpha ist ja quasi Genkadette, oder? Mhm. Y zu X, aber statt Y kann ich was sagen? Genau, statt Y kann ich Sinus Alpha sagen. Sinus Alpha. Und statt X kann ich Cosinus Alpha sagen. Cosinus Alpha. Also braucht man das auch auswendig lernen? Gar nicht eigentlich. Nein, das ist einfach so, eins ergibt das andere. Okay, passt. Okay. Und jetzt ist es ganz leicht. Jetzt geht es nur darum, jetzt einen bestimmten Winkel habe und ich möchte das wissen, wie ich mache. So, das war jetzt nicht schwer? Nein. Okay, so, jetzt machen wir ein ganzes Beispiel dazu. Das braucht man. Du hast eh also das auch ein Beispiel. Okay. Ich nehme jetzt dann nicht einfach heute einfach einmal an. Ein ganz bestimmtes. Okay. Okay. Das muss man an einem Zeichnen gehen. So. Dann wickeln wir es kurz. Also ich brauche diese goniometrischen Beziehungen, diese drei Träger. So. Und stell dir vor, für welche Alpha Alpha gilt, sag jetzt einmal, Sinus Alpha gleich 0,5. Okay? Mhm. Okay. Zeichnen muss das können. Ja. Das heißt, die fangen wir jetzt gleich an. So. Ich habe meine Y- und X-Koordinaten. Das Sinus, welche Koordinaten entspricht denn der Sinus? X-Koordinate oben. Y. Okay. Y. Mhm. Das verwechselt man immer wieder, in Wirklichkeit ist ein Wort. Als erstes war der Sinus, das waren dann die X-Koordinaten. Okay. So, jetzt suche ich, jetzt zeichne ich den ein. Jetzt kann ich einen Maßstab machen, zum Beispiel 10 cm. Zum Beispiel, lass das mal zeichnen, so der Radius mit 10 cm. Dann suche ich einen Punkt mit welchen Y-Koordinaten. Bis dorthin ist er quasi 1, bis da rauf. Und ich suche jetzt einen Punkt, der was welche Y-Koordinate hat. 0,5. 0,5. Also in der Mitte, genau in der Mitte. Genau. Und du siehst, ich kriege jetzt zwei Lösungen. Siehst du das? Minus und? Genau, plus. Wie immer eigentlich. Genau. Siehst du das? Ja. Das heißt, ich kriege auf der einen Seite das Dreieckerl. Ja. Beziehungsweise auf der anderen Seite das. Das Dreieckerl. So. Wo habe ich denn die Kosinuskoordinaten? Bei x. Ich habe Cosinus Alpha 1 und da habe ich quasi in Cosinus Alpha 2 bis x. Siehst du das? Genau. Ah ja. Und wir sind schon fast fertig, weil es gilt ja geometrische Beziehung. Bin ich nicht schnell? Nein, es passt. Okay. Es gilt ja 1 ist gleich Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha. Okay. Mhm. So, geometrische Beziehung. Aber ich kenne jetzt den Sinus. Jetzt brauche ich quasi nur das Quadrieren. 0,5 Quadrat ist 0,25, oder? Ja. Plus Cosinus Quadrat Alpha. Und was kriege ich? Quadratische Gleichung, muss ich einfach auflösen. Genau. Das heißt, daraus folgt, Alpha ist gleich plus minus Wurzel aus 3 Viertel. Okay? Ja. Jetzt ist so, gibt es der Böhm. Das steht dann wirklich in den Endeffekt so, war den Endeffekt, die aus einem Viertel kann ich die Wurzel ziehen, war das aus plus minus Wurzel aus 3 halbe. Und plus minus, weil wir immer zwei Lösungen haben. Weil natürlich bei der quadratischen Gleichung das ist gerade okay. Das ist. War das war das ist schwach? Quadratische Gleichung nicht mehr. War das schwach? Nein, das ist voll leid. Ich weiß nicht, so immer das nicht das war. Prüfung, oder? Das so und jetzt sein. Brauche ich nur, jetzt sage ich natürlich Alpha 1 ist natürlich im Endeffekt, wenn ich sage, okay, jetzt kenne ich quasi jetzt den Kosinuswert. Ja. Mhm. Im Endeffekt müsste ich sagen, das ist der Kosinus. Ja. Der Kosinus von Alpha. Das ist der Kosinus. Okay? Wenn ich Alpha habe, muss ich natürlich jetzt Kosinus hoch minus 1 oder Arcos Kosinus. Alpha 1 ist dann Arcos Kosinus von Wurzel aus 3 halbe. Beziehungsweise Alpha 2 ist Arcos Cosinus von Minus Wurzel aus 3. Immer dasselbe, nur mit 2 Vorzeichen. Genau.
Okay. Und jetzt sagst du, welche Winkel in den Griff? Alpha 1 und Alpha 2. Mhm. Hast du einen Druck, Druxi? Ja. Okay, schauen wir. Cosinus? Mhm. Wurzel, oder? Genau, das Ganze, den ganzen Ausdruck meinst du eigentlich. Wurzel von 3 halbe. Genau. Wow. Das geht nicht. Okay. Vielleicht habe ich was eingestellt. Nein, nichts ist eingestellt. Okay, dann hol ich mich schon mit dem Rechner. Das ist die kleineren Taschenrechner, die mit dem tut man es so leichter. Ja, mit den größeren, die sind eigentlich gar nicht mehr obwohl. Das macht ja nichts, schauen wir. Also, wir haben Cosinus und Minus 1 von Wurzel 3. Muss man aufpassen mit den Klammern. Ja. Da kriege ich jetzt, wenn man es genau rechnet, also warte mal, da kriege ich 30 Grad. Bei Alpha. Mhm. Und beziehungsweise sage ich dasselbe nochmal quasi jetzt mit Minus, rechnest du das da noch, gell? Ja, ja, okay. Wurzel 3 durch 2, das ist schon wieder schöner wert. Also ich bediene mich für das Minus 3, so das auch Minus 1, von Minus müssen wir durchsetzen, Wurzel 3. Da die 150 Grad. Okay, das heißt, ich kriege die Reihe, schauen. Mhm. Natürlich mein Alpha 1 und mein Alpha 2. Ja. Okay. Ja, jetzt können wir natürlich jetzt ein bisschen nachlegen, es gibt Extremfälle. Wenn ich das Teil rotieren lasse, dann gibt es Extremfälle zum Beispiel. Wenn ich den Punkt rotieren lasse, der Punkt ist da, wie groß war er denn da die x-Koordinaten bei dem Punkt? Ja, und da bei. Da mit der Domizin. Und das bei 1 ist richtig, dann war der Kosinus von 0 Grad war er. 1. Der Sinus war er. War er da? Wie hoch ist die y-Koordinate in dem Punkt? 1. Oder nicht? Ja, wo ist denn das, wenn ich da rauf gehe? Geh da rauf? Da komm, also beim Kreis kommen wir nicht mehr rauf. Da geht, da bin ich auf der 0. Mhm. Wenn der Punkt ist, wenn der Winkel auf 90 Grad rotiert, ja, wie groß ist denn dann die y-Koordinate? 1. 1, die y-Koordinate ist der Sinus. Ja. Der Sinus von 1 ist 1. Und wie groß ist die x-Koordinate bei dem Punkt, wenn da 0 ist? Hat die x-Koordinate? Nein. Nein. Dann ist der Kosinus von 1 Grad 0. Jetzt lasse ich das weiter, sage ich, wie groß ist quasi der Sinus von 180 Grad? Jetzt bin ich da herum. Der Sinus war ja quasi die x-Koordinate. Ja. Wie groß ist der Sinus von 180? 0. 0 und der Kosinus von 180?